So, kurzes Tutorial zum Thema Isokorb. Ich habe hier eine gesamte Decke, einen Wandverlauf, eine von mir aus Außentüre oder Balkontüre oder sonst was, die eben an der Außenkante sitzt, bei mir in etwa, nur zum Zeigen. Ich gehe her mit Steuerung Ö von hier, diesem Punkt, nach hier, das lasse ich stehen. Das Ganze nochmal, Steuerung Ö von diesem Punkt, diesen Punkt, das lasse ich stehen. Steuerung HTST, keine Stahlbetonschraffur. Moment, mache ich zu, damit ich mehr reinkomme. Einstellungen. So, was haben wir? Dämmung, Dämmstoff steif und die richtige Farbe dazu, Dämmstoff hart. Okay. Der Isokorb ist allerdings nur 8 cm stark, da muss ich aufpassen. Also, wie weit habe ich hier? 12, also 0,045. Das muss ich mir reinziehen. So, allerdings, hier in diesem Bereich stimmt es nicht, weil der Isokorb ja genau unter die Türe muss. Das heißt, diese Steuerung Ö rausschneiden. Patsch. Noch einmal. Steuerung Ö. Wenn ich diese Kante hier übernehme, geht nicht. Diese hier. Großtaste halten hier. Steuerung Ö. Diese Kante. Großtaste halten. Runterschieben. Das heißt, der Isokorb muss hier springen. Decke, die Betondecke natürlich auch. Wo ist er? Genau hier. Und hier. Die innere Betondecke natürlich genauso. Neuen Punkt setzen. Neuen Punkt setzen. Ausziehen, ausziehen. Einmal Schnitt, zweites Mal Schnitt. Ich habe jetzt nur den Maßstab so groß gewählt, dass man hier den Stock sieht. Also man kann das ohne weiteres dann wieder auf 1 zu 50 oder was man halt gerne zeichnet umstellen. Den Schnitt 3, Isokorb ist dort, wo er sein muss. Schnitt 4, Isokorb muss hier stehen. Das ist noch eine Sache der Türeinstellung, dass hier die Wand ist. Das muss man in der Türeinstellung noch schaffen. Okay, das war's.